Laune, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Silvia. Guten Morgen, liebe Andrea. Oh, jetzt habe ich so viel Kaffee getrunken und doch einen Frosch im Hals. Na, so. Ist aber letzten Schluck. Ja, genau. Der ist aber schon wieder weg. So, jetzt sitzen wir hier an diesem 13. Dezember. Die halbe Strecke Dezember ist rum bis zum Heiligabend. Ja. Und draußen hat sich so ein Nebel reingezogen. Gerade ist gerade so, als hätte uns so eine Wolke so verschlungen hier in diesem Ort. Wir liegen so ein bisschen höher als das Flusstal. Und keine Ahnung, irgendwie kam vom Flusstal hoch, glaube ich, der Nebel heute. Ganz gruselig. Mhm. Und umso schöner ist es, dass wir im geheizten, warmen und trockenen Atelier sitzen können und uns gleich einer ganz tollen Aufgabe hingeben. Ja, also bei uns ist es regnerisch, leider kein Schnee, sehr grau und so nasskalt und überhaupt nicht schön. Und deswegen hier unten, das ist echt schön heimelig. Ja. Und jetzt lass uns doch erstmal ein bisschen ankommen. Genau. Wo du gerade sagst, grau und regnerisch. Das ist ja nun auch so ein bisschen die Wetterlage, die uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr begleiten wird jetzt in dieser dunklen Jahreszeit. Egal, ob jetzt im Dezember, den Dezember erlebe ich oft so in dieser Grauheit, wobei dann ja immer die Weihnachtsbeleuchtung so ein bisschen, so ein bisschen Lichtpunkte zaubert. Und deswegen, ich finde eigentlich, manche schimpfen ja so auf den November. Ich finde eigentlich den Januar viel schlimmer. Ja. Da ist dann die Festbeleuchtung weg und es ist einfach nur dunkel und kalt. Außer grau. Wenn dann Schnee liegt. Außer wenn schon Schnee liegt. Schneit es dann im Januar nochmal und dann finde ich es total schön, aber bei uns 3 Tage und dann ist wieder. Ja, bei uns hier oben ist es ja eher so meistens so ein Matschzeug. Ja, zumindest in den letzten Jahren. Nee, aber worauf ich hinaus will, umso schöner ist es, dass wir Farben haben. Ja. Dass wir das ganze Malzimmer voll haben mit den herrlichsten Farben. Wir machen es uns einfach bunt. Genau, und darin können wir selbst an den grauesten Tagen schwelgen und uns daran erfreuen. Und ja. Wie die Maus Frederik. Genau. Farben sammeln für den Winter. Da drin sind wir total gut. Da drin sind wir richtig gut, genau. Und wir sind noch besser da drin, das an euch weiterzugeben. Und immer wieder, wenn ich Rückmeldungen lese und höre zu unserem Podcast, dann so machen schön. Wir das, glaube ich, wirklich richtig gut. Wir hatten so nette Rückmeldungen jetzt die Tage. Ganz klasse, das war so schön. Was war das eine... mit euch im Ohr ist Wohlfühlen angesagt. Genau, so. Super schön. Wie süß. Richtig toll, ja. Das freut uns und das motiviert uns. Genau. Und wir haben uns für heute was ganz Tolles ausgedacht. Bevor wir damit aber loslegen, möchte ich noch einen ganz kurzen Hinweis anbringen. Es läuft immer noch bis zum 24. Dezember, der Kreadvent. Alle Malkurse auf unserer Webseite kriegst du, also nicht alle, sondern jeden Tag einen anderen Malkurs, kriegst du für 10% Rabatt. Und ich habe mir heute Morgen überlegt, eigentlich ist es blöd, am 24. da einfach einen zu wiederholen. Wir machen das so, am 24. gibt es 10% auf alle. Fertig. Sehr schön. Ja. Kleine Geschenke, genau. Ja, und gut, apropos Geschenke, ne? Gutscheine haben wir auch. Ja. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich habe vorhin auch noch mal eine Story gebastelt. Sehr schön, weil im Moment ist ja mit dem Weihnachtsgeschenke einkaufen ist ja immer so eine Sache gerade. Und da sind Kreasphären-Gutscheine perfekt. Ach, und es ist auch für uns total schön, weil wir wissen schon, wer kriegt. Diesen Aspekt hatte ich überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? Und dann gucke ich da rein und denke so,
wie schön. Ja. Du darfst aber nichts sagen. Das ist jetzt unser Geheimnis. Das ist jetzt unser Geheimnis, genau. Ja, aber das ist so schön, ne? Wenn man dann so weiß, und da wird sich jemand freuen. Aber wie? Über einen Gutschein von einem Malkurs und wofür entscheidet sie sich wohl? Und genau. Auch so spannend. Und so. Man freut sich so mit einfach. Ja, gell? Das ist so ein toller Nebeneffekt, ich sag's dir. Ja. Das ist richtig, richtig schön. Ja. Okay, dann. Gut. Was hast du dir, du hast dir für heute was ausgedacht. Schieß los. Jawohl, und zwar habe ich mir überlegt, wir haben das ja schon mal gemacht in der Malfreunde-Gruppe am Malmittwoch, der übrigens, wenn ihr das hört, auch wieder stattfindet. Also ihr habt noch Zeit, wenn ihr es gleich am Mittwoch unseren Podcast hört oder am Dienstag bei die Steady-Mitglieder. Dann könnt ihr noch in die Malfreunde-Gruppe hüpfen und live dabei sein am Mittwoch. Genau. Da passiert was anderes. Aber an einem Malmittwoch vor 2 Monaten oder so haben wir das mal gemacht, dass wir so eine geführte Collage gemacht haben, ein geführtes Bild quasi. Da habe ich mir eine bestimmte Reihenfolge an Materialien überlegt, genau. Und habe immer gesagt, so, jetzt als nächstes machen wir dies und das. Und vorgestern kam mir dann so der Gedanke, oder gestern, wann haben wir geschrieben? Vorgestern, glaube ich, kam mir so der Gedanke, warum nicht auch mal im Podcast? Wir können das auch gemeinsam ganz gut im Podcast mal machen. Mhm. Und zwar im Wechsel. Eine Sache gebe ich vor, eine Sache du. Und dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt, weil dann hast du es noch weniger irgendwie im Griff, ne? Weil du weißt ja nicht, was der andere als nächstes sagt. Genau. Und ich glaube, das ist eine spannende Sache. Und dabei könnt ihr, liebe Hörer, einfach mitmachen. Genau. Aber damit ihr auch gut mitmachen könnt, einigen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen auf Materialien, die wir verwenden wollen. Und dann könnt ihr die euch noch zusammensuchen und wir auch. Ja, wir schreiben die dann sowieso auch in, also wir sammeln sie am Schluss und schreiben sie in die Shownotes rein. Und dann könnt ihr euch da so quasi direkt vorbereiten. Weil dann sind wir jetzt frei und können einfach loslegen. Jawohl. Ne, also. Aber wir müssten jetzt so ein bisschen schon gucken, dass wir auch alles da haben, oder? Ja, wir werden jetzt hier nicht mit irgendwas ganz Exotischem anfangen. Und also ich habe an meinem Maltisch, habe ich jetzt liegen, Woodies. Andrea kämpft mit ihrem Art. Ja, Entschuldigung, es kracht gerade, die Seiten kleben hier so zusammen. Oh nee, das muss ich später machen. Oh. Schlimm, deswegen arbeite ich nicht mehr mit Acrylfarben. Das ist der Nachteil, ja. Ich habe in dem, glaube ich, auch noch gar nicht mit Acrylfarben gearbeitet. Nee, so klebt hier nichts. Ich gucke jetzt meine herrliche Gouache-Kuh an, während wir die nächste Seite bauen. Das ist cool. Guck hier, ich bin versucht. Du hast mir das heute früh so gesagt bei dem Sticker, den ich bei WhatsApp hatte. Ja. Dass hier Katzen sind. Ich bin jetzt versucht, die Katzengesichter hier noch hinzumalen. Ja, aber lass sie doch einfach Katzen von hinten sein. Ja, dürfen sie. Ja, also ich habe hier Briefe, Collagematerial, also so ein paar Schnipsel. Mhm. Habe ich auch. Huch. Jetzt ist Silvia eingefroren. Die wird gleich wieder kommen. Mhm. So. Also, ich habe hier Collagepapier, dann habe ich Woodies, dann habe ich Polychromos, ich habe ein Stempelkissen und einen Stempel, ich habe Aquarellfarben, ich habe Pastellkreiden, ich habe Crayons, ich habe Waschfarben da liegen in Reichweite, Feinliner, Stabilo All, also eigentlich alles. Mhm. Kleber, Gesso, ja. Okay, das Einzige, also Pastelle habe ich jetzt nicht hier, aber ich hole mir noch schnell meine Wachspastelle, die hole ich mir noch. Mhm. Alles klar.
Ups. Jetzt ist Andreas Sitzkissen runtergefallen. Sie wirbelt einmal quer durchs Atelier. Wunderbar. Und jetzt ist sie wieder da. So, da sind wir wieder. Einmal die ganze Einrichtung umgeschmissen. Ah, ich sehe schon, hier lachen mich Farben an. Die lege ich mir gleich raus. Hier lachen mich Farben an. Das ist wunderbar. An diesem grauen Tag. Ja. Okay, womit wollen wir denn starten, Andrea? Ich würde gerne starten mit ein bisschen Journaling auf dem Blatt, um ja, die weiße Fläche loszuwerden und anzukommen und mal ja, den Gedanken Raum zu geben, die gerade da sind. Okay. So in diesem Sinne. Mhm. Ach, ja, guck mal, meine Farbpalette. Feinliner. Ah ja, schön. Ja, ich bin total gespannt, was passiert. Stifte können weg. Ja, okay. Genau. Einfach mitten aufs Blatt, wo auch immer. Journaling, was gerade so da ist. Genau, so ein Minütchen. Ja. Yay. Fertig. Da sind wir. Sehr schön. Ja. Hattest du jetzt die Aufnahme gestoppt? Nee, ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Man hat schön das Kritzeln gehört. Okay. Das Kritzeln und das Atmen. Und darauf kommt es jetzt auch gerade an, während des Schreibens zu atmen und sich mit sich selber zu verbinden und mal zu gucken, was da ist. Und ich habe ja so meinen Punkt entdeckt, also meinen Intuitionspunkt habe ich ja gefunden dieser Tage. Also wirklich, es ist ein Punkt am Körper, es ist ganz spannend. Und ich habe so gemerkt, ich habe eine Hand auf diesen Punkt gehabt und mit der anderen Hand geschrieben. Und wie das so angefangen hat, innerlich zu sprudeln und zu vibrieren, das ist so schön. Magst du verraten, wo dein Punkt ist oder ist es geheim? Nee, ist nicht geheim. Kannst dich ja vielleicht daran erinnern, ich habe ja findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal, diese Meditation für die eigene Mitte. Mhm. Und da hatte ich schon diesen Versprecher drin, weil ich da schon gesagt habe, die Intuition sitzt im Solarplexus. Ne? Das stimmt aber gar nicht. Eigentlich chakramäßig gehört sie ins Sakralchakra. Aber ich habe genau hier, wo die Rippenbögen unten enden, also unterhalb des Brustbeins, da ist mein Intuitionspunkt. Und wenn ich da die Hand drauf lege, dann wird das sofort total warm und fängt an zu sprudeln in mir. Und das ist auch der Punkt, der sofort reagiert, wenn irgendwas ist. Also egal in welche Richtung. Ob ich mich jetzt freue, dann ist das so ein aufsteigendes Sprudeln. Und wenn irgendwas ist, wo ich mich ärgere oder
Schuldgefühle habe oder sonst irgendwas, was man nicht so gerne mag, dann sinkt es, dann sackt es so ab. Also dann geht es so nach unten. Das ist ganz, ganz deutlich. Ja, spannend. Also bei mir ist Finde der ich Punkt absolut ein bisschen spannend, ja. woanders. Bei mir ist der Punkt ein bisschen weiter oben. Der ist hier so. Und der Herz, so in der Herzregion. Ja, fand ich auch eine spannende Sache, Sehr spannend, den ja. zu finden. Ja. Gut. Achso, gefunden habe ich ihn übrigens aus Anlass von Sabine Prängels Adventskalender Ja, genau. in der Freiraumgruppe. Ich kannte ihn schon und ich habe auch jetzt festgestellt, es hat sich schon immer alles um diesen Punkt gedreht, seit ich mal einen Tanzkurs hatte, weil das ist wirklich auch die Balancemitte, ne? Also da, wo der Körper sich drum dreht und nur seinen Schwerpunkt quasi hat. Also bei mir passt das hier exakt zusammen. So schön. Klasse. Ja, Silvia. Ja, dann bin Jetzt ich jetzt sagst du dran, an, ne? genau. Dann kritzeln wir jetzt da drauf einfach mal mit bunten Woodies rum und einfach, ja, kreuz und quer oder Muster oder was auch immer, einfach mal mit den Woodies loslegen. Okay, ich nehme halt meine Wachspastille Geht stattdessen. genauso, ja. Ja. Das ist so schön. Ein bisschen eingerufen. Genau. Es ist so schön auch, weil man hört jetzt echt so die Geräusche auf dem Papier. Finde ich toll. Ja, spannend, ne? Ja. Was wir ja auch noch hätten machen können, wir hätten ja noch die Kameras mitlaufen lassen können und das als Film bei YouTube einstellen. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch echt mal ganz schön, das einfach nur so als mündliche Ansage zu haben. Ich glaube auch, weil sonst Das ist man immer wieder versucht hinzugucken, was machen die denn? genau. Also ich würde jetzt auch Und direkt schon gucken, was malst du da? ja. Ja, und ich glaube, das ist ganz cool, den Prozess einfach nur so mit zu durchleben, ohne dass man sieht, was der Genau, andere draus macht. ja. Weil automatisch. Oder das heißt automatisch, aber ganz schnell kommt man dann in diese Bewertung. Ah, die macht das so hätte ich es ja auch machen können. Genau. Oder ah, das gefällt mir jetzt aber besser und dann gefällt einem das eigene nicht mehr. Dabei ist es also gerade jetzt total irrelevant, was ihr da tut, wie ihr kritzelt. Man wird es später nicht mehr sehen. Wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Ja. Genau. Das ist einfach nur Vielleicht zum. scheint was durch. Ja. Könnt auch mal mit der linken Hand, mit der nicht dominanten Hand versuchen, zum Beispiel. Da so ein bisschen abwechseln. Mal mit rechts, mal mit links. Oder mit zwei Stiften. Parallel, genau. So, Das liebe also ich mein ja Blatt auch. wäre jetzt fast voll. Meins auch. Dann darfst du das nächste ansagen. Ja, was sich jetzt wunderbar anbietet, ist hier einmal mit einem breiten Pinsel, der auch so ein bisschen schrubbeln kann. Also der so ein bisschen, vielleicht sogar ein Borstenpinsel. Dann ein bisschen Wasser drauf und die Farbe ein bisschen vermalen. Also ein fester, schrubbeliger Pinsel. Kannst auch die Finger nehmen, das geht auch. Aber ich finde, Borstenpinsel macht halt auch manchmal so eine ganz spannende Struktur. Ja. Und das ja jetzt, wie gesagt, auch wieder nur zum Spielen. Und außerdem, genau, den hört man besser als einen weichen Pinsel. Wir machen jetzt quasi eine Hörcollage. Ei! Sehr, oh, cool. Oh.
Das ist ja mal klasse. Bei mir hat sich jetzt hier die an einer Stelle dieses Blau, was ich hier habe, mit dem einfach schick mal mit dem Rot vermischt. Und das sieht richtig klasse aus. Super. Und da kann man dann schon die ersten richtig schönen Abenteuer erleben. Ja, das ist echt so cool. Und natürlich fühlt euch frei, ne? Wenn ihr hier jetzt unsere Ansagen hört, quasi zu den Sachen, was wir jetzt hier machen. Wenn ihr zwischendrin einen anderen Impuls habt, dann geht dem bitte unbedingt nach. Weil das Bild redet ja permanent unentwegt mit einem und sagt einem, was es braucht, was es haben will. Oder dein Punkt sagt dir, was du haben willst, was du brauchst. Und dann geh dem bitte unbedingt nach. Das ist ganz wichtig. Und wenn das wegführt von dem, was wir hier machen, absolut in Ordnung. Nur noch mal so am Rande. Ja, das gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch gut. Schön. Das gefällt mir sehr, sehr. Gut. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Dann ist mir jetzt nach Collage. Okay. Können wir das jetzt einfach hier auf das Nasse kleben? Geht das? Ich glaube so. Ja, ich meine, das wird ja auch nass, ne? Ja. Von daher. Oh ja, ach, ich habe wieder die perfekten Sachen hier liegen. Yay! Supi. Ich habe die Briefe hier liegen, die mein Arbeitskollege mir auf dem Flohmarkt ergaunert hat. Wie jetzt ergaunert? Naja, gefunden. Okay. Es fühlt sich ein bisschen wie ergaunert an, tatsächlich, weil es so privat ist. Ach so. So steht, weißt du? Ja, okay, aber wenn das so privat ist, also so privat ist und jemandem noch irgendwas wert wäre, dann wäre das doch nicht auf dem Flohmarkt gelandet. Ja, natürlich oder? Nicht, aber die Leute, denen das was wert war, die sind, glaube ich, tot. Ja. Also, das ist einfach uralt. Ja. Uralte Papiere. Von daher musst du dich, glaube ich, nicht irgendwie da beschränkt fühlen. Nee, tue ich auch nicht. Aber es ist trotzdem immer irgendwie, falsche Seite. Es ist trotzdem irgendwie so, dass ich denke so, was habe ich da für Schätze? Ja, ich meine im Endeffekt, wenn du es als Collagenpapier benutzt, landen da ja sowieso nur Bruchstücke von irgendwo und das, da wird man ja den Zusammenhang nicht mehr herstellen können und schon gar nicht irgendwie auf bestimmte Personen. Nee, gar nicht. Und die Schrift kann man sowieso teilweise gar nicht lesen. Ja, für sowas gibt es Experten, die das können. Ja, aber spätestens, wenn ich da drauf gemalt habe, ja, okay, können die Experten damit auch nichts mehr anfangen. Das ist ganz klar. Ja, und ich habe mir den Stärkekleber wieder angerührt. Mhm. Und merke wieder, wie wunderbar das im Vergleich zu Matt Medium doch ist. Also es ist anders einfach, ne? Ja, definitiv. Gar keine Frage. Ich liebe es. Und es ist insofern lustig, als ich jetzt gerade wieder hier im Art-Journal jetzt wieder mit dem normalen Kleber arbeite.
weil mir das einfach in dem Buch einfach zu hart geworden ist. Vor allen Dingen, wenn du viel. Ich hatte so eine Sache gemacht mit ganz vielen Papierschnipseln, die so übereinander geklebt waren dann auch. Und das alles mit dem Stärkekleber. Diese Seite ist hart geworden wie ein Brett. Wirklich. Finde Ich ich habe so lustig. das allererste Mal, weil jetzt hat sich aber dann, weißt du, das ganze Buch hat dann gebuckelt. Ja, das ist natürlich nicht schön, Und das war aber. das erste Mal, dass ich aus einem Sketchbook wirklich was rausgenommen habe. Aha, okay. Also ich muss sagen, mich hat das, diese Erfahrung von dir, die hat mich dann wieder daran erinnert. Deswegen werden meine Seiten jetzt nicht mehr so wie früher, weil ich habe diese ganzen, also nicht alle, aber ein paar gute Laune-Büchlein, die habe ich mit Stärkekleber gemacht. Und dann werden die so Okay. richtig schön stabil und hart. Ja. Und das ist aber bei so einem Gute-Laune-Buch halt total klasse, Das ist weil praktisch ne, dann. dadurch gewinnt es so an Stabilität. Und ja, jetzt habe ich mich daran wieder erinnert. Und gerade für den Art Journal Advent jetzt habe ich mir jetzt da eben den Stärkekleber wieder angerührt, weil da brauche ich das auch so ein bisschen, dass das Ja. festere Seiten werden. Und weißt du, wofür das auch ganz, ganz super toll funktionieren kann? Wenn du Mixed Media Postkarten gestaltest, Ja. glaube ich, ist das super genial, weil die ja dann auch noch mal so richtig schön stabil werden. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, dass das richtig cool ist. So, ich glaube, ich habe hier schon meine Basis. Ja. Ich bin auch so gut wie durch mit Collage. Weißt du, was ich neulich beim Aufräumen gefunden habe? Ich habe das mal oben ja, auf dem Sofa auch angefangen gehabt. Und zwar hatte ich mir da ein kleines Heftchen genäht, einfach aus ganz simplem Papier, was ich halt so hatte an einfachem Papier. Da waren IKEA-Anleitungen dabei, da war ein bisschen Packpapier drin und so. Da hatte ich mir so ein Heftchen draus gebastelt, genäht und habe dann jeweils eine Seite voll gegunkelt. Und das quasi ist dann ein Heftchen mit Collagepapier. Ja, Wenn das voll ist. super. Das habe ich jetzt die Tage beim Aufräumen wieder gefunden. Das hatte sich irgendwo, war das sedimentiert. Das war eine tolle Sache. Und davon ist gerade hier was aufs Papier gekommen, von dem aus diesem Collagenpapierheftchen. Sehr schön. Gut. Ja, jetzt haben wir Collage Dann geklebt. bist du dran. Dann bin ich dran. Ja, jetzt könnten wir eigentlich. Machen wir da jetzt noch was? Ich fände es jetzt. Ach ja, genau. Wir nehmen jetzt mal unseren Stabilo All. Und umfahren da jetzt mal Bereiche oder malen da drauf. Wie auch immer, also entweder Bereiche umfahren, wo du irgendwas siehst. Kann natürlich auch ganz abstrakt sein. Und ja gut, das würde ich jetzt machen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt alleine wäre, so in Richtung Negativtechnik. Aber ich will dich natürlich auf keinen Fall beeinflussen. Deswegen, das können jetzt, genau, wir machen jetzt nichts mit Bereiche umfahren, die man sieht, sondern wir machen einfach Linien. Die können natürlich irgendwo drumherum gehen, aber einfach Linien. Den Stift vielleicht ganz hinten halten und Linien aufs Blatt machen. Ganz ohne irgendwelche Formen oder sonst irgendwas. Glaube, das am besten.
ja, das fühlt sich gleich 10.000 Mal besser an als das, was ich eben im Kopf hatte. Das, was ich eben im Kopf hatte, war nämlich wieder voll verkopft. Ja, ich glaube, das reicht schon. Super. Ich glaube, das reicht schon. Okay. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, als nächstes greifen wir mal zu ein bisschen Gesso. Okay. Und können damit ja den Stabilo All so ein bisschen aktivieren. Oder ja, irgendwelche Bereiche so ein bisschen abdecken oder ja, was uns so gefällt. So, und wahrscheinlich muss ich wieder. Nee, genau. Oh, ja, gib mir schön. Mal. Super. Das sind die besten Momente, wenn man im Malen dann in die Situation kommt, dass du über dem eigenen Platz sitzt und sagst, oh ja, schön. Ja, das ist echt immer wieder toll, gell? Ja, das ist super klasse. So, jetzt muss noch mal was hier. Ah, ja, genau. Das ist. Man kann sich das Leben leicht machen, ne? Aber man kann es sich auch ungeheuer schwer machen. Ich habe echt gedacht, es sei eine super klasse Idee, eine alte Ketchupflasche fürs Gesso zu nehmen. Oh. Und jeder kennt den Ketchupflaschen-Effekt. Und sich den auch noch an den Malplatz zu holen, ist so, so clever, ich sag's dir. Ich liebe dich für deine lustige Idee. Ich fand das echt eine saucoole Idee. Ja, das ist klasse. Wer hätte das gedacht? Und was ist jetzt passiert? Naja, es ist natürlich genau neben dem. Ich habe jetzt hier keine Palette für Acryl, sondern ich habe jetzt nur so ein Stück Backpapier auf den Tisch gelegt, um da das Gesso drauf zu verteilen, damit ich so einen Pinsel abnehmen kann. Und es ist natürlich genau daneben gespritzt. Wie könnte es anders sein? Was Ketchup ja, halt so macht, ne? Oh, müssen wir mal wieder ein Lachflash rausschneiden. Mir tut mein Bauch weh. Vor Lachen. Ach Gott, herrlich. Nee, nichts wird rausgeschnitten. Die Zuhörer haben alle eine Vorspulfunktion. Die können einfach vorspulen. Man kann sich das mit dem Schneiden echt sparen. Ja, ich glaube auch. Herrlich. Also, ja, ich hatte bin auf diese Flasche gewechselt, weil ich das Glas, was ich da hatte ursprünglich, ich habe mein Gesso ja in einem 5-Kilo-Eimer. Und den willst du ja nicht auf dem Tisch stehen haben. Und das Glas, was ich vorher benutzt habe, das ist halt irgendwann, ja, da war der Rand dann so mit Gesso verklebt, dass das gar nicht mehr auf den Zug ging. Ja, das kenne ich, das Problem. Und irgendwann, ja, gut. Und dann dachte ich, habe ich das denn mal gesehen? Ich glaube, bei Dali Miller habe ich das gesehen mit der Ketchupflasche. Die hat aber offenbar eine andere. Die hat eine französische. Da passiert es nicht. Oh, keine Ahnung. Oh Gott. Aber ich habe schon mal, also das war wirklich, da hatte ich auch, wie jetzt auch, keinen Malkittel an, sondern ein gutes Kleid. Mal die Gesso-Flasche auf und
Aber hab vorher schön geschüttelt, ne? Oh mein Gott. Und dann natürlich so Spreuz. Alles schön. Alles schön aufs Kleid. So herrlich. Das ist so lustig. Oh je. Wenn du am Freitag kommst, kannst du ja mal gucken, ob du die Flasche ohne Unfall aufkriegst. Nee, ich glaube, ich fülle die echt um, weil das hat auch keinen Sinn. Außerdem habe ich jetzt so viel Zeug hier draußen, dass ich es überhaupt nicht verwenden kann. Muss ich gleich nochmal ein Stück Packpapier holen, damit ich das irgendwie unterbringe. Also gut. Ich bin noch nicht fertig. Nee, mal lass dir Zeit. Ich musste ja mit meiner Gesso-Flasche kämpfen. Ja, du musstest kämpfen. Das ist ein kleiner Fight. das ist schon. Ach, das ist ne. Ach, das ist toll. Das ist richtig klasse. Das müssten wir echt öfter mal machen. Das machen wir jetzt jedes Mal. Ja, schön, damit du richtig was zu lachen hast. Über meine doofen Ideen. Ganz toll. Herrlich. Na. Nee, ich meinte super. Eigentlich hier das Gesso hier drauf vermalen. Das ist gerade voll schön. Ja, also bei mir hat das auch jetzt richtig schön. Also es ist auch gar nicht so nass. Es hält sich echt in Grenzen. Jetzt bin ich gespannt, was du als nächstes vorschlägst, aber. Du musst noch einen Moment gedulden, weil ich bin noch nicht unten angekommen. Ja, alles gut, aber noch muss ich nicht föhnen, wollte ich sagen. Wenn es jetzt dann gleich nasser wird, dann müssen wir doch mal stoppen und vielleicht mal föhnen. Ja, aber genau. Aber du kannst ja in der Zwischenzeit mal mein überzähliges Gesso vermalen. Ich greife mal durch. Ja, genau. Durch den Computer. Aber ich kann in der Zwischenzeit was Lustiges erzählen. Wir haben gestern. Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben gestern Kettwiesel geguckt. Ach, den Kinofilm mit Otto? Ja, vorgestern. Ja. Vorgestern haben wir den geguckt. Gott, war das lustig. Es war so. Also, ich bin jetzt kein riesiger Otto-Fan. Ja, ich mag Otto und ich finde Ottifanten noch immer gut. Ich fand die früher schon gut. Und ich könnte mir den jetzt nicht live irgendwie eine Stunde angucken. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen, weil der so hyperaktiv überdreht ist. Ja, also genau. Das würde mich total nervös machen und ich würde die ganze Zeit sagen, setz dich jetzt da mal hin. Komm mal zur Ruhe, Junge. Aber also dieser Film, ich habe halt Kettwiesel als Kind schon geliebt. Ich ja. auch. Ja. Und dann spielt da der Junge mit, der auch bei dem H.P. Kerkeling-Film, den jungen H.P. Kerkeling spielt. Den kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Oh, den musst du dir angucken. Das ist so ein toller Film, wirklich so schön. Und dieser Junge, der ist, wie alt ist der? Keine Ahnung, 9, 10? Vielleicht auch schon 11, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein toller Schauspieler. Also der ist wirklich klasse. Und auch so sympathisch. Der war mal bei, ich glaube, bei, wer hat ihn da interviewt? Lanz oder Jörg Pilawa? Keine Ahnung, Jörg Pilawa war es, glaube ich. Hat ihn da mal interviewt und da war der auch schon so sympathisch, hat er so erzählt, wie das so war bei dem Casting für den H.P. Kerkeling-Film. Und ach, da gab es Gummibärchen, habe ich mir gedacht, gehe ich mal hin. Irgendwie so, also so total locker. Und süß. Ja, ich habe mir gedacht, es macht mir Spaß und dann mache ich das mal. Also auch schon so ein kleines bisschen weise, der kleine Kerl. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und der spielt da eben auch wieder mit. Sehr schön. Und dann gab es da eine Szene. Also Kühlwalder war weg. Die war irgendwie auf den Truck von dem Vater gesprungen
und wurde weggefahren. Und jetzt hat Kate Wiesel halt Kühlwalder gesucht. Und dann gab es da ein französisches Lokal. Oh nein. Und er lief da vorbei und sah von außen, dass da jemand Froschschenkel ist. Oh nein. Also halt so einen ganzen Frosch. So gebraten und dann ist er da rein und diese Vorstellung, du sitzt irgendwie mit deinem Mann gemütlich beim Essen und plötzlich kommt jemand und trägt deinen Teller weg. Da ist er einfach hin, hat den Teller genommen und hat ihn rausgetragen und hat diesen gebratenen Frosch praktisch begraben. Geweint, ne? Beerdigt. Oh. Mit samt Salat. Und später hat er sich dann so gefreut, dass die Kühlwalder doch noch gelebt hat. Oh ja. Meinst aber du, den gibt es schon auf DVD? Ja, den gibt es schon auf DVD. Ich habe den nämlich letztens beim Einkaufen gesehen. Super, auf DVD. Und dann habe ich gesagt, den gibt es schon auf DVD. Und dann hat Peter gemeint, wir kaufen den nicht. Wir leihen uns den aus und streamen. Und das haben wir dann gemacht. Super, aber jetzt habe ich ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Ja. Super coole Idee. Der ist nämlich ein wirklich Otto-Fan der ersten Stunde quasi. Okay. Der liebt Otto. Also der hat auch einen, der hat auch eine, also nicht mit Flügeln, aber diese Mütze halt. So eine Mütze. Ja, genau. Und ein T-Shirt mit Ottifant. Wo drauf steht Beautiful. Voll schön. Klasse. Ich war mal in diesem Otto-Haus in Emden. Ah, komm. Wart ihr da mal? Nee. Da musst du mal hin mit deinem Mann, wenn er da Fan ist. Weil wir machen ja immer an der Ostsee Urlaub. Ja, eben. Und dann müssen wir halt mal an die Nordsee fahren. Ja, ist ja die ganz andere Ecke. Ach so, ja, stimmt. Ostsee. Ihr fahrt immer an die Ostsee. Wir fahren immer an die Ostsee. Ja, dann muss man nach Ostfriesland. So, und jetzt? Jetzt stehe ich hier, ich arme Tor. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Schlag was vor. Während ich mir das jetzt überlege, hole ich nochmal schnell in. Ach nee, das kann ich. Ich glaube, das Ding bleibt feucht so lange, dieser Riesenplacken, der bleibt feucht, bis wir fertig sind. Dann muss ich den jetzt aber mal in Sicherheit bringen, dass ich da nicht, nicht reinlatsche. Okay, auf die Palette, da geht's. So, ja, ich habe jetzt hier geschrubbelt, das Gesso ist noch ein bisschen feucht, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so übermäßig nass. Was können wir denn jetzt als nächstes machen? Was will denn jetzt mein Bild von mir? Das ist jetzt gar nicht so einfach. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich werde mich mal kurz mit meiner Mitte verbinden. Ja, genau. Wir nehmen jetzt mal eine Aquarellfarbe oder Gouachefarbe oder Acrylfarbe, die im Bild vorkommt. Und nehmen einen kleinen Pinsel. Einen kleinen Rundpinsel. So ein Zweier, Vierer, sowas in der Richtung. Okay. Nehmen uns ein bisschen Farbe drauf auf den Pinsel. Und machen damit kleine, ja, Tupfen oder kleine Striche. Sehr schön. Was habe ich denn hier für einen? Zweier. Wir können auch, also wenn ihr mehrere Farben drauf habt, könnt ihr auch mehrere Farben natürlich verwenden. Obwohl, nee, lass mal bei einer Farbe bleiben. Lass uns mal bei einer Farbe bleiben. Ich glaube, das könnte reizvoll sein. Mhm. Punkte oder kleine Striche?
Das ist lustig. Nee, da gehe ich direkt mal auf die Suche, weil ich muss heute was einkaufen und dann werde ich doch gleich mal schauen, ob ich den Otto-Film finde. Also der war echt so lustig. Der war echt auch so kurzweilig und ach, war toll einfach. Weil ich glaube, er hatte schon längst vergessen, dass Kühlwalda verfilmt worden ist. Ja, dann ist es eine richtige Überraschung. Das ist doch toll. Das hier ist auch toll. Ich liebe ja Stricheln. Nur für den Fall, dass das jemand noch nicht weiß. Und ich habe jetzt hier so einen so einen Goldfarbton. Ich bin grün unterwegs, Ah. giftgrün. Okay. Ich glaube, ich kann noch mal hier oben was hinmachen. Da passt noch was hin. Aber ich finde es so schön mit dem das weiße Gesso, wenn man das so ein bisschen schrubbelig aufträgt, weil das dann so wie so wolkige Strukturen macht. Das mag ich total gern. Ja, da habe ich es zu glatt dafür aufgetragen. Aber das passiert bei mir oft, wenn ich es mit den Fingern auftrage. Ja, dann. Ja, das ist toll. Oh, das schaut echt schön aus. Fällt mir gut, was du da vorgeschlagen hast. Stricheln ist immer cool. Echt schön. So, jetzt habe ich wieder, jetzt kann ich wieder nicht mehr aufhören damit. Aber ich glaube, ich lasse Okay. das jetzt nicht überall Striche machen. Ja, ich höre jetzt auch auf, sonst ist mein Blatt voll mit Ja, Strichen. genau das ist der Punkt. Aber man kann ja jederzeit wieder machen. Drüber. Ui, hast du Sorry. dich doch erkältet? Nee, eigentlich nicht. Aber trockenen Hals habe ich. Hm. Die olle Heizungsluft. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Aquarellfarbe war auch eine gute Idee. Das wird sich jetzt zeigen, ob das so eine gute Idee Nee, war. jetzt in diesem Moment. Es geht mir wirklich nur um diesen Moment, weil das sieht so schön aus. Diese Farbe, wenn die trocknet, die ist so schön. Ist die schon trocken bei dir? Nee, die trocknet gerade. Ich habe Gouache genommen, weil ich da den Farbkasten gerade da hatte mit der richtigen Farbe. Und jetzt würde ich ganz gerne als nächstes, und das kann man ja so ein bisschen steuern, ich würde jetzt ganz gerne mit einer Aquarellfarbe und viel Wasser Ah. so ein paar Tupfen oben hin machen in den oberen Bereich und dann laufen lassen. Ich ahne, was du vorhast. Also dann das Buch oder das Blatt
hochkant nehmen und einfach so ein bisschen laufen lassen. Und man kann sich auch mit der Sprühflasche behelfen. Und da könnt ihr jetzt wieder frei sein in der Wahl der Farbe. Also Lieblingsfarbe oder einen tollen Kontrast oder was ihr denkt, ganz intuitiv, welche Farbe dein Bild gerade braucht. Und wie gesagt, mit der Sprühflasche kann man so ein bisschen nachhelfen, wenn es nicht flüssig genug sein sollte. Oder wenn man die Spuren auch also wirklich ganz exakt kontrollieren will, dann nimmst du den Pinsel und führst den über dein Blatt bis dahin, wo du die Farbe, die laufen soll, hingetropft hast. Genau. Da kannst du das wirklich ganz exakt kontrollieren, wo deine Farbe hinläuft. Weil Wasserfarbe folgt immer dem Wasser. Oh, schön. Ja, genau. Ja, ich bin hier noch ein bisschen zu dezent unterwegs. Ich auch. Ich brauche mehr Farbe. Ja, definitiv. Ich merke, ich brauche mehr Farbe. So, wo ist die jetzt? Hier. Gib mir mehr davon. So. Also wenn man zum Beispiel diesen Abstreifrand dann nicht auf dem Bild haben will, also da, wo man die Farbe abstreift, kann man auch sich ein Stück Karton oder ein Stück Papier oben hinlegen, da die Farbe drauf abstreifen und dann laufen lassen. Das geht auch. Nur mal so als kleine Techniktipps. Beim Farbe laufen lassen oder man lässt es halt einfach, wie es kommt. Ups, so, hier unten ist schon mal einmal unten angekommen. Und ich glaube, ich brauche hier in der Ecke noch. Ach, ist das schön. So, wunderbar. Perfekt. Ei. Hi, ist das schön. So, dann machen wir das jetzt ein bisschen, die dicken Tropfen weg. Ja, super. Sehr, sehr cool. Jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen, ne? Was machen wir denn jetzt? Das sieht doch schon so schön aus. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt doch erstmal kurz den Föhn und machen das jetzt mal trocken. Da machen wir aber mal ganz kurz Stopp. Ja. So, jetzt sind die Seiten trocken und jetzt hätte ich gerne
dass wir auch wieder mit, ja, mit der Farbe, mit der ihr gerade arbeitet, Aquarell, Gouache, Acryl, was auch immer ihr nehmt. Und wir haben ja jetzt hier allerlei Farbflächen, allerlei Flächen rumstehen. Mhm. Und dass wir da so ein paar Farbflächen vielleicht ja, mehr füllen. Vielleicht gibt es irgendwo so Farben, die da hervortreten und die so ein bisschen mehr noch, ja, noch brillanter werden wollen. Und dass wir die jetzt einfach auffüllen. So an den, an unseren Linien entlang. Aber auch drüber hinaus, je nachdem, wo die hinwollen. Also ich habe zum Beispiel hier so eine Ecke, da geht so rot in gelb über, da möchte ich was machen. Oder ja, eine Ecke auch nochmal wieder mit gelb oder ein bisschen in blau hervorheben an manchen Stellen. Also wo, ja, entweder Plan füllen oder Verlauf oder einen Farbverlauf herstellen, ganz wie ihr wollt. Okay? Hm. Und wenn ich schon was Gegenständliches sehe? Dann mach das. Das ist, warte mal, das ist, ja gut, okay, weißt du was? Planänderung. Ich sehe nämlich auch was und das werden wir jetzt machen. Ich arbeite oh, das mal aus. Super, ja, ich auch. Oh, das sieht gerade, das wird so, so klasse. Ich bin so gespannt. Wow, ja, und der ist das so. Das ist sowas Spannendes, Andrea. Ja. Das macht so, so einen Spaß, weil ich, also wir sehen auch nicht, was der andere macht. Ne? Wir sind nee. Auch jetzt einfach nur Zuhörer. Und das ist so gigantisch, aber ich muss das jetzt hier echt ausarbeiten. Ja, ich glaube auch, weil so einen kriege ich nie wieder. So einen kriege ich nie wieder. Ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung, was es ist. Doch, ich habe schon eine Ahnung. Aber es... Wow, yeah! Ich weiß genau, was es ist. Also bei dem einen hier weiß ich es auch genau. Also ich würde mal schätzen, das sind quasi Vater und Tochter oder so. Ach, du hast auch zwei Sachen? Ja, ja. Ich habe auch zwei. Oh, schön. So, okay, ja, ich habe das jetzt mit dem Stabilo mal umfahren. Ich auch. Und jetzt fixiere ich den so ein bisschen mit Wasser. Das mache ich auch. Und dann können wir wahrscheinlich den Hintergrund wieder noch ein bisschen wegdrängen. Und die Figur selbst noch ein bisschen ausarbeiten. Genau. Also ab einem bestimmten Punkt, ne, ergeben sich die Schritte. Ja, genau. Ach, ist der herrlich. Und er passt jetzt wieder zu einem Thema, was bei mir so wahrscheinlich vom Bildmaterial bzw. Bildmotivthema her auch nächstes Jahr ein bisschen im Vordergrund stehen wird. Und das sind Vögel. Ah. Ein Thema, was ich mir lange nicht vorgenommen habe, aber eigentlich, ich bin mit Vögeln ja aufgewachsen. Ne? Mhm. Die eine Familie hat immer noch eine Hühnerfarm. Und mein Vater hat immer, also sein Hobby waren exotische Vögel.
Und seit wir in der, ich glaube, wir hatten damals in dem alten Haus, wo wir bei Verwandten, also wo meine Familie zuerst mit mir als Baby wohnte, wo wir da untergekommen sind, als Family. Ich glaube, da gab es schon einen Vogelkäfig, bilde ich mir ein. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Und auf Früher jeden hatten Fall, fast alle irgendwie Vögel zu ja, Hause. und auf jeden Fall hatten wir dann später, also als das Haus dann gebaut war, war, glaube ich, eine der ersten Dinge, die mein Vater in den Garten gebaut hat, war eine Voliere. Und wir hatten aber auch noch einen Wellensittich in der Wohnung. Wir hatten auch Wellensittiche. Und also wir haben ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir haben ja wirklich immer, also mein Vater hat es, glaube ich, von seiner Mutter geerbt, dieses Tieraufnehmegehen. Tiere, die kein anderer will, die fanden bei uns dann immer Platz. Also wir haben, also mein Hund war das erste Tier, das ich wirklich gekauft habe in dem Bewusstsein, ich will jetzt ein Tier und ich kaufe jetzt eins. Aber alle anderen Tiere, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die bei uns gewohnt haben, die waren zufällig da. Also die waren gut, als ich auf die Welt kam, hatten wir eine Susi und einen Hansi. Das waren zwei Wellensittiche. Der Hansi ist dann gestorben, dann hatten wir nur noch die Susi und dann ist der gestorben. Wie die zu uns kamen, das weiß ich nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann hatte meine Firmenpatin und ihr erster Mann, die hatten einen Kanarienvogel. Ich nehme an, den haben sie sich gekauft. Und der Kanarienvogel, der hat halt gesungen. Die zwitschern ja recht anhaltend, singen die und tirillieren. Und das war dann dem Mann zu laut. Oder war es dem Nachbarn zu laut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es irgendwie Stress und dann wurden wir gefragt, ob wir den nicht haben wollen, den Hansi. Und ich natürlich, ja, klar. So, dann hatten wir also den Hansi. Und dann hat meine Schwester immer dafür gesorgt, dass uns nie die Tiere ausgingen, weil die hat sich dann einen Hasen gekauft, den sie dann nicht mehr wollte. Und dann hatte sie, ich weiß gar nicht, dann hat mein Vater, glaube ich, gelesen, dass man Hasen nicht alleine halten soll. Irgendwie hatten wir dann Meerschweinchen. Und also es war irgendwie immer so, naja, nehmen wir halt. Machen wir das auch noch? Ja. Sehr Und schön. irgendwie hatten wir immer Tiere. Mein Vater, also bis vor kurzem, und meine Oma, die hatte ja ganz viele Katzen, zugelaufene Katzen. Die hatte eine Katze, die hatte nur drei Beine. Dann hatte die eine Katze, die hatte keinen Schwanz mehr. Also die hat die alle gerettet. Ja. Einen Affen hat sie mal gerettet. Ach komm, echt? Ja, der war bei einem Zirkus mit dabei, bei so einem Leierkastenmenschen. Wow. Und der hatte irgendwie, war der alt und krank oder hat Blödsinn gemacht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall blieb der dann bei ihr. Mein Vater hat gesagt, das war der absolute Hammer, weil der hat halt alles kaputt gemacht. Der hat sich halt an den Vorhängen lang gehangelt und Ja, naja. Dann hatten sie mal ein Schaf, weil der Hirte hat es vergessen. Also die Schafherde ist weitergezogen und das eine Schaf blieb zurück. Dann hat meine Oma das aufgenommen. Das fuhr dann auch mit dem Auto mit zur Tante. ach, sehr verrückt. Ja, wirklich verrückt. Also wirklich. Und aus so einer Familie kommt eben mein Vater. Da war dann auch ein Spitz und dann waren da Wasserschildkröten. Mir wurde mal eine Landschildkröte mitgebracht. Das ist verboten, also das darf man einfach nicht. Die wurde mir mitgebracht von meinem Onkel damals. Dann hatte ich halt eine Schildkröte. Also es war immer irgendwie so, okay, jetzt ist ein Tier da, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo tun wir es denn hin?
Wahnsinn, echt. Ja. Ja, genau. Meine Eltern hatten auch, also meine Mutter hatte als Kind auch eine Hühnerfarm. Die ist okay. auf einer Hühnerfarm groß geworden. Ja, guck an. Ja, das ist ja auch die Familie meiner Mutter, ne? Mhm. Die mit der Hühnerfarm. Ja, irgendwie die Mutter von meiner Mutter, die hatte dieses mit den Hühnern und der Vater hatte einen Fahrradladen damals. Ja. Ja. So, jetzt bist du wieder dran. Also ich habe jetzt die Umrisse meiner Figuren mit dem Stabilo All umfahren und habe das jetzt mit Wasser fixiert. Und dann hätte ich jetzt gesagt, arbeiten wir das einfach mit einer schönen Farbe aus. Genau, ja. Ich greife zu Gouache. So. Wahrscheinlich auch. Und mein eines Tier hier verändert sich dauernd. Das kriegt jetzt noch. Ich glaube, mein Bild braucht jetzt Pink. Okay. Oder? Oder Orange. Hm? Ja, das mit dem mit den Tieren. Wie gesagt, mein Vater hat dann diese Voliere gebaut, da waren ja ganz die ersten Ziervögel da drin, waren eben so kleinere Spitzschwanzarmadinen, Zebrafinken und Astrilde und weiß der Himmel, also lauter solche Vögel hatte er dann. Und dann hat er irgendwann angefangen, Singdrosseln, also das habe ich immer chemische Sprüche geerntet in der Schule, wenn ich davon erzählt habe, dass mein Vater Schamadrosseln züchtet. Okay. Also mit Schama geschrieben, ne? Mhm. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Ja, Kinder. Ja, genau. Und halt. Und aber die schönsten Vögel, die er je hatte, waren die roten Kardinäle. Okay. Die sind heimisch in den nordamerikanischen Wäldern. Die singen auch ganz, ganz wunderbar. Und das sind echt, ach, das sind so tolle Vögel. Und ich hatte dann selber als junge Erwachsene, hatte ich zwei Papageien. Ich wollte immer Papageien haben als Kind. Wir hatten den Wellensittich, der konnte sprechen. Aber ich wollte irgendwie immer einen Papagei haben. Und bin dann mit dem Papa losgezogen. Da waren wir in Essen, genau, und haben ein Pärchen Unzertrennliche gekauft. Weil, ja, ich war ja dann ganz tags berufstätig und das ist ja dann auch mit dem sich Was kümmern. Heißt Unzertrennliche? Die heißen so. Fischers Unzertrennliche. Welche sind das? Die Fischers Unzertrennliche heißen auch. Das sind diese Lovebirds, Fischers unzertrennliche Pfirsichköpfchen. Das sind diese kleinen Papageien, lateinisch Agaporniten. Da gibt es auch Rosenköpfchen, Schwarzköpfchen und ja. Die sind, also es sind so kleinere Papageien, guck mal, die, sind so, die wahrscheinlich so, sehr laut sind. So groß. Okay. Je nachdem. Also die Pfirsichköpfchen sind okay, die Rosenköpfchen, die schreien furchtbar. Deswegen, weil ich immer in der kleinen Wohnung gewohnt habe, keine Rosenköpfchen, außer die Pfirsichköpfchen sind einfach von der Farbgebung her. Die haben einen knallorangefarbenen Kopf, dann haben sie eine rote Brust und der Rest ist grün und gelb blau am Bürzel und gelb auch noch ein bisschen. Also sie sind einfach wunderschön. Okay. Wunderschöne Vögel. Ich nannte sie Selma und Louise. Und die haben bei mir dann im Wohnzimmer gewohnt. Also ich hatte eine Mini-Wohnung in Offenbach. Und da durften die dann auch frei fliegen. Ich habe den Sitzstangen unter der Decke angebracht. Ja, unter der Zimmerdecke halt Sitzstangen. Über den Türen, also bevorzugt. Die haben unheimlich gerne mal über den Türen gehockt. Und bei mir lagen dann halt überall Pappen auf dem Boden. Die dann natürlich da auch runtergekackt haben. Logischerweise. Ich finde es gerade so witzig, echt. Meine Tante. Ich habe mit meinen beiden Agapos zusammen gewohnt.
Meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, die hat auch so einen Tierknall. Also auch geerbt. Und die hatte einen grünen Papagei, so einen. Eine Amazone wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, wie die heißen. Das sind ja meist so Geldstücke. Auf jeden Fall Amazonen, so ein Schreikerl. Ja. Alex hieß der. Klingt nach einer Amazone. Ach, der hat so rumgebrüllt. Die wohnten damals in Krefeld und der flog auch frei rum. Bis er so eine riesengroße Lampe, die über dem Esstisch hing, an so einer riesen Kette, da hat er, ist er an das Kabel immer hingegangen. Oh. Und da haben sie dann irgendwann, also davon konnten sie nicht mehr anders abhalten und dann konnte er nicht mehr frei fliegen, weil er, sonst hätte er da wahrscheinlich seinen Tod gefunden. Der hätte dran geklebt, eben, ich wollte gerade sagen. Und dann haben sie ihn halt nicht mehr fliegen lassen. Bis sie dann umgezogen sind und ich weiß gar nicht, ich glaube, dann durfte er auch nicht mehr fliegen. Ja, ich bin dann auch umgezogen, dann durften sie auch nicht mehr fliegen. Und was aber das allergrößte Problem war nach dem Umzug, ich hatte dann einen Freund und der Kerl wollte meine Vögel nicht. Oh nein. Das wäre eigentlich schon eigentlich der Hinweis gewesen, dass das nicht der richtige Mann für mich ist. Ja, also das sagt man ja irgendwie immer, ne? Dass wenn ein Mann kommt und sich also ein Problem hat mit den Tieren, die da schon sind, oder auch Kindern, ja, dass es da nicht der Richtige ist. Genau. Tja, nun, damals war ich noch nicht so weit. Ja. Und ja, ich habe die, weil die ja dann da in der Wohnung halt auch nicht mehr frei fliegen konnten, da waren einfach zu viele Fensterflächen und so, ne? Mhm. Und dann habe ich die. Sind ich glaube, da war es auch in dem neuen Haus, das war dann der Grund. Die hatten eine Glasfront und da wäre der dauernd gegengeflogen. Ja, genau. Sonst. Und deswegen sind die dann in die Voliere meines Vaters umgezogen und hatten dann richtig viel Freiflug. Und ja, mein toll. Vater hat dann auch so Spaß an denen gefunden und hat dann noch ein paar dazu gekauft. Ja. Da waren genial. Dann, glaube ich, auch mal vier von den kleinen Papageien dann da. Also ich bin ja sehr gespannt, was bei uns irgendwann mal einzieht, wenn unsere Freddy mal nicht mehr ist. Weil, also Hund wollen wir nicht mehr, einfach wegen der Gebundenheit. Aber ganz ehrlich, also weder mein Mann noch ich waren jemals ohne Tiere. Ah, okay. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das durchhalten. Ich kann mir, und Menschen ohne Tiere, also wo nicht mal irgendwie eine Katze wohnt, sind mir irgendwie immer suspekt. Ich glaube, es gibt auch welche, die sind ganz Menschen. In Ordnung. Ja, aber ich glaube, ich kenne wirklich ganz wenig Menschen, die gar keine Tiere haben oder da nicht zumindest Tiere wollen, also die vielleicht wegen aus Gründen keine haben können, weil sie arbeiten oder also weil sie zu lange arbeiten, weil sie arbeiten. Ansonsten habe ich nur arbeitslose Freunde. Nein, weil sie halt zu lange arbeiten. Zu lang von der Wohnung weg sind, ne? Ja. Genau, und alleine leben. Oder eben, weil sie, keine Ahnung, Allergien haben oder was weiß ich. Aber das ist irgendwie so, ich kenne, glaube ich, niemanden, der keine Tiere hat. Dieses Bild ist so herrlich. Jetzt schon, sage ich dir, jetzt schon ist es so herrlich. Ja, ich bin hier auch sehr großer Fan von meinem. Ich werde jetzt hier einfach mal mit den Wachspastellen nochmal die Figuren ausarbeiten. Ein bisschen besser. Welche Farbe kriegt der denn? Eigentlich muss ich den jetzt mit Gesso. Ich habe doch hier so viel weißes Gesso noch. Genau, komm her. Also jetzt ist der Punkt erreicht, wo jeder seinem Bild einfach nachgeht, ne?
Jeder wo für wir sich. keine Ansagen mehr machen, falls die Zuhörer jetzt drauf warten. Was kommt denn jetzt als nächstes? Nee, jetzt kommt das freies dürft ihr Arbeiten. Jetzt entscheiden. Jetzt ist freies genau. Arbeiten angesagt. Weil jetzt, wenn du dann mal was erkennst in deinem Bild und irgendwie denkst so, oh, dem muss ich jetzt nachgehen, dann muss das sein. Und wenn genau. du als Zuhörerin noch nichts erkannt hast in deinem Bild, dann heißt es einfach, wie Andrea vorhin schon vorgeschlagen hatte, Farbflächen ausarbeiten, weitermachen. Und dann darf es auch ein abstraktes Bild werden. Also da muss genau. nichts Figürliches entstehen nee. Ne, bei dieser Sache. Absolut. Sondern es kann auch ganz abstrakt weitergehen. Es geht darum, Spaß zu haben und den Prozess eben zu genießen. Jawohl, genau. Wenn dann was Schönes entsteht, das dir gefällt, dann ist es umso schöner. Aber wie gesagt, es entsteht auch abstrakt was Schönes. Ja, genau. Das muss nichts Figürliches sein. Nee. Aber um das nochmal fortzuführen, eben mit meiner, mit der ja, Vorliebe meines, mit ja, meines Vaters Hobby, das führte dann ja auch immer dazu, dass wir wegen meiner Neurodermitis haben wir immer Urlaub an der Nordsee gemacht. So. Mhm. Und auf dem Weg dahin von hier unten liegt ja auf der ja, Dreiviertelstrecke der Vogelpark Walsrode. Und wir sind dann immer haben da immer angehalten und sind auf jeden Fall immer in den Vogelpark gegangen und haben da besichtigt, haben da die Tiere angeguckt. Aha, schön. Das habe ich als wunderbares Kindheitserlebnis immer mit. Und was mich immer besonders fasziniert hat, waren die großen Greifvögel. Mhm. Also ich habe schon immer, obwohl die so wirklich pottenhässlich sind, schon immer ein Faible für Geier gehabt. Okay. Ich liebe diese großen Geier. Das muss man nicht verstehen. Nee, gar nicht. Aber ich finde die so, ich finde die voll majestätisch irgendwie. Adler haben ja immer eher Angst gemacht wegen diesem Blick, diesen Augen. Die haben ja diesen sehr, ja, sehr durchdringenden Blick. Adler finde ich toll. Ich finde sie auch toll. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ich finde die auch toll, aber ich mochte immer unheimlich gerne Geier. Okay. Und die Kronenkraniche. Ich erinnere mich auch, das ist mir letztens, ist mir das erst wieder eingefallen, da habe ich ganz lange keine Erinnerung dran gehabt. Und zwar in Gerbrunn, also da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es eine Bushaltestelle. Und da war ein riesengroßer Käfig, also auch so eine riesengroße Voliere, und da waren lauter Wellensittiche drin. Oh, schön. Ganz, ganz viele. Was für ein Schnatter. Ja, das war für mich immer total klasse, wenn wir dann an dieser Bushaltestelle eingestiegen sind. Und ich habe dann ganz oft zu meiner Mutter gesagt, weil wir mussten immer sehr oft in die Stadt fahren, weil meine Mutter immer gerne in die Stadt gefahren ist, macht sie auch heute noch. Und dann habe ich immer mit ihr verhandelt, dass wir dann wenigstens da unten einsteigen. Dann mussten wir erst zu der anderen Bushaltestelle laufen, die andere wäre viel näher gewesen. Und ja, dann sind wir da extra oder sind dann da ausgestiegen, dass ich da nochmal gucken konnte. Oh, schön. Ja, das habe ich echt geliebt. Wunderbar. Aber ich habe es, also es gibt sie ja eigentlich fast gar nicht mehr. Ich war so gerne in Zoohandlungen. Das habe ich auch geliebt. Das war auch immer ein riesen Happening, weil Zoo gab es bei uns nicht. Tierpark war oft zu weit. Also meine Mutter hatte keinen Führerschein und mein Vater hat halt auch gearbeitet. Also da konnte man jetzt nicht ewig oft hin. Und dann hatten die ja auch noch Hobbys so am Wochenende. Da war jetzt nicht so oft was mit Ausflügen und so, ne? Tierpark. Also eigentlich so gut wie nie sind wir in den Tierpark gegangen. Weil wir waren zwar immer in dem Ort, wo der Tierpark auch ist, aber
da war dann immer so Modellfliegen angesagt und so. Mein Vater war ja Modellflugmensch. Und dann sind wir da immer zum Modellfliegen hingegangen und nicht in den Tierpark. Ah, okay. Das war jetzt für dich wahrscheinlich auch nicht so mega spannend, oder? Ach doch, das war schon okay, weil da hatte ich dann auch irgendwann, also da gab es auch immer einen Haufen Kinder. Und ja, klar. Da hatte ich dann eine Freundin, die wir dann da immer getroffen haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie oft es war. Also ich habe, das verklärt sich ja dann auch nach einer Zeit, ne? Wie oft es war. Gefühlt war ich da jedes Wochenende. Wahrscheinlich war es nur so 5-6 Mal im Jahr. Ich weiß es nicht. Es war halt wenn, so ein schöner Wettersport auch. Ne? Wenn meine Mutter gearbeitet hat, die hat oft am Wochenende ja bedient, dann bin ich mit meinem Papa da alleine hin. Und dann weiß ich, gab es da ein Sommerfest, also ein Flugfest. Da war also mit Wettbewerb und Bratwürstchen, da hat meine Mutter dann gegrillt. Und ja, also da war dann immer richtig viel los. Und ja, irgendwie, ich habe das schön in Erinnerung. Also es war jetzt nicht so, dass ich da nicht gerne hingegangen wäre. Ja, ja, aber super. Für so Wildpark... da bin ich mit meiner Tochter dann tatsächlich, also das habe ich nachgeholt dann, als meine Tochter da war, da sind wir ganz regelmäßig in den Wildpark gegangen und mein Mann auch, wenn ich am Wochenende gearbeitet habe. Dann hat er Wochenendpapa gespielt und ist dann immer mit dem Kind in den Wildpark und ich habe immer gesagt, die denken alle, du bist alleinerziehend, voll der Spaß, Papa. Ja, genau. Ja. Das haben dann unsere, also mein Mann und unser Nachbar, der war auch oft am Samstag alleine, weil die Frau Samstag gearbeitet hat. Und dann sind die zusammen, die zwei Wochenendpapas mit den Kindern in Wildpark. Das haben die ganz lang gemacht. Ja, und meine Tochter, wenn man jetzt fragt, wollen wir mal in den Wildpark? Oh Mama, da war ich so oft. Nee. Jetzt nicht mehr. Nee. Aber was wirklich, ich habe das aber, glaube ich, auch schon mal als Tipp gesagt im Podcast, was wirklich toll ist, ist die Falknerei in Aschau am Chiemsee unten. Da gibt es eine Falknerei, wo du richtig so eine, also wo die was erklären zu den Vögeln und wo du die beobachten kannst. Und da ist zum Beispiel ein Weißkopfseeadler. Ja, das. Und den dann so aus der Nähe zu sehen oder der andere Adler, der kommt dann und Franz heißt der, der kommt und will die Tasche klauen. Das saß dann neben meiner Tasche und ich habe mich nicht getraut, dahin zu fassen und die festzuhalten. Also wenn er die gewollt hätte, hätte er die gekriegt. Also das war echt ein schönes Happening auch. So, shit, die Kacke, jetzt habe ich die falsche bin ich Farbe da in gehabt. Die Farbe reingekommen. Oh nein, ja, ich bin, ich bin auch gerade in der falschen Farbe. Nee, ich habe den Tupfen zerstört. Den mache ich jetzt noch mal. Na, ich habe hier versehentlich, ich habe hier ja eigentlich so ein kühles Blau und habe hier ein, bei den dusseligen Neocolor kann man es immer nicht so genau sehen. Und habe jetzt hier so ein grünliches Blau erwischt. Das bedeutet noch mehr Gesso. Also ich bin, glaube ich, fertig mit meinem Bild. Ja, ich nicht. Aber ich glaube, hier kommt auch noch, so einiges an. Nehme ich an, Gunkeleien drauf, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das wird, glaube ich, zu lang. Dann sitzen wir nämlich in 2 Stunden noch. Was jetzt nicht schlimm wäre für mich. Ich sitze ja gern mit Silvia zum Malen. Da hättest du jetzt auch mal was anderes sagen sollen, du. Wieso? Naja. Wie, was anderes ja jetzt, sagen? Das hätte ja auch keiner geglaubt. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich finde es echt anstrengend. Total nervig. Ja, ja. Aber mir ist jetzt gerade noch eine Idee gekommen. Ich will jetzt hier noch ein Wort stempeln.
Oh, so weit bin ich noch gar nicht. So weit bin ich noch lange nicht. Aber das Viech hier ist so genial. Ich finde es so klasse. Zeig's dir gleich mal. Was heißt hier? Ich muss mal kurz den Übersetzer bemühen. Was möchtest du wissen? Was heißt Cradle? Cradle? Mhm. Oh. Das weiß ich immer nicht. Wiege. Die Wiege. Cats in the Cradle. Oh, Cats in the Cradle, ja. Ach, sind die herrlich. Das ist ein tolles Viech. Das ist ein ganz, ganz tolles Viech. Das ist so eine Mischung aus Geier und Affe. Ich weiß auch nicht. Voll lustig. So, kannst du dir gleich mal hochheben? Ich muss noch mal ein bisschen Stabilo vermalen. Mit Stabilo vermalen kann man ja auch noch so schöne Schattendingsies machen. So ein bisschen Dimension reinbringen. Mhm. Das stimmt. Superklasse. Das stimmt. Mein Bild sieht jetzt aus, als würden die am Fenster sitzen. Mhm. Auch schön. Und rausgucken. Es wären da lauter Felder oder so. Ja, gefällt mir gut. Ah ja, so ein bisschen, genau so. Ja, danke. Danke, danke, danke. Und schon hat sich hier der Horizont gezeigt. Ja, und das sowas habe ich noch nie gemalt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist irgendwie das Besondere, wenn man zu zweit malt, dass dann so eine Unterhaltung dann immer, also was heißt immer, aber oft den nächsten Schritt dann auch bringt, ja, wieder. Ne? Ja, die macht halt schon auch noch mal einen Einfluss. Also die nimmt auf jeden Fall Einfluss. Ja. Das wir hatten da schon mal eine Folge zu. Ne, wenn du zu zweit malst, dann bist du eigentlich zu dritt. Ja. Weil dann eben die Muse genau auch noch mit da ist. Und ja, das ist so dieses, ach, genau jetzt noch das. Ne, das habe ich jetzt dir ja nicht eingeflüstert, du sollst da jetzt noch Felder hinmalen oder nicht einen Horizont oder irgendwie, sondern das kommt dann halt in der Unterhaltung. Ne? Und ja, genau. Witzig finde ich, also du hast jetzt zwei Vögel, richtig? Ja, wobei bei dem einen, das eine ist mehr so ein Vogelhund geworden, glaube ich.
ein Vogelhund. Das große Ach, da wie oben. Cool. Ach, wie cool, wie der da sitzt. Ja, der hat richtig große Beine. Mhm. Ja, stark. Oder ein Vogelhase. Ja, von den, stimmt, von den, allerdings ein von der Pfote Schwanz. Her. Von der Pfote her kommt sie, ja, pass mal auf. Von du könntest da aber jetzt einfach auch noch Krallen. Habe ich gerade. Anmachen und dann ist hab es dann gar nicht mehr wie, ja. wie ein Hase. Ach so, Krallen. Ich habe aber Hasenkrallen gemacht. Ah, okay. Ja, dann ist es ein Hasenvogel. Und ich habe gerade noch gesehen, dass der eine hier ja noch, ein, der eine Vogel hier, der hat ja auch noch. Er hat ja auch noch einen Schwanz. Ganz viel, ganz vielen langen Schwanz hier. Okay, und ich sage jetzt schon mal zu den Zuhörern, gerne postet ihr eure Bilder bei Instagram oder ja. Facebook. Bitte. Markiert uns bitte gerne. Die in der Malfreunde-Gruppe sind, können es da ja posten. Die bei Instagram sind, einfach Knallis Art oder Andrea Gunkler markieren. Oder Malfreunde FM. Ja, geht alles. Ihr könnt es auch mit dem Hashtag versehen. Da freuen wir uns ganz riesig, wenn wir da eure Ergebnisse bewundern dürfen. Und natürlich dürft ihr unsere Ergebnisse auch bei Malfreunde FM bewundern. Da laden wir es dann. Da kommen die nachher hoch. Ja, genau. Also guck mal, Andrea. Oh, ja, sind die schön. Ach, die sind ja herrlich. Oh, super. Ganz, ganz wunderbar. Also diese Gattung ist bekannt. Ja. Mit diesem Hasogaiaropus hier, den kennt man noch nicht so. Aber sie ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äußerst oft auf meinem Blatt landet. Naja, sie ist zum Beispiel schon mal dreifach in deinem Hasensticker gelandet, ne? Ja, das hast du heute früh gesagt. Ja. Das hatte ich überhaupt das nicht gesehen. Das hast du überhaupt Wahnsinn. Nicht gesehen. Nee. Genau. Das ist echt witzig gewesen. Ja, und hierbei kann ich jetzt wieder stundenlang noch weiter dran rumpinseln. Darfst du. Das darfst so, du guck, da, also ich bin hier mit diesen Flügeln da noch nicht so einverstanden. Vielleicht mache ich da noch was anders. Die gefallen mir eigentlich noch nicht so. Aber ich habe da unten jetzt mal die Schwanzfedern verlängert. Aha, von dem schön. Einen hockenden Viech und das andere weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mal gucken, was ich da mache. Vielleicht... ja, die Linie nochmal abwaschen und nochmal Gesso drauf und vielleicht andersrum, keine Ahnung. Irgendwie passt es noch nicht. Ja. Aber dazu, oder ich mache einfach ein Stück Collage drauf. Das geht am schnellsten. So kann man das nämlich wunderbar neu aufbauen, wenn da irgendwo was schiefgegangen ist, was einem nicht so behagt. Das stimmt. Kopf und Körper gefällt mir gut. Der Rest, ja, werden wir mal sehen. Und ein Bild ist dann fertig, wenn es dir wenn gefällt. Wenn es dir selbst gefällt, genau. Und nicht eher. Aber auch nicht später. Das heißt, du kannst auch einfach aufhören, wenn es gut ist. So, ich habe gerade das Titellied von der Mary Poppins im Kopf. Wie komme ich denn jetzt da drauf, bitteschön? Naja, weil das vielleicht einfach eine sehr verspielte Sache ist, die wir da gemacht haben. Möglicherweise. Ich habe das aber auch am Samstagabend in diesem, wir haben da diese Quiz-Sendung da angeguckt. Da kam das Lied drin vor, sonst würde ich das doch gar nicht kennen. Das Mary Poppins Lied ist dieses ich komme jetzt gerade gar nicht drauf.
Ja, es ist irgend so ein komisches, langes, super langes Wort, was die da immer singen. Superkalifragilistisch. Richtig. Superkalifragilistisch expialidorisch. Du sagst es. Dieses Wort ist wunderbar. Da di da di da di da. Genau das Lied meine ich. Genau dieses Wort meinte ich. Und wenn ich hier dran noch länger dran rumpinsel, dann werde ich mit Sicherheit, wird mir auch was einfallen, was der kleine Drach, was der kleine Vogel zu dem großen Hasenvogel sagt. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen weitermache, dann großen kriegt Hasenkeier die Katze noch Muster. Ja, das ist ja doch genau das Schöne, wenn die Katze noch Muster kriegt. Wahrscheinlich passiert es. Tigerkatze oder Kringelkatze. Genau, der hier kriegt jetzt ich habe jetzt hier doch nochmal Gesso drüber gemacht. Jetzt ist das hier grau. Grau mit weißen Schlieren. Und jetzt habe ich das ganze Gesso, was mir hier rausgeploppt ist, tatsächlich verbraucht. Das wisst ihr noch. Das war nämlich nicht einfach so. Nee. Das hatte das alles seinen schon Sinn. Noch ja. Verbraucht werden. Genau. Ja, und das ist jetzt gut. Ich habe jetzt mit dem Neocolor noch Striche drauf gemacht. Und jetzt sieht das gut aus, das gefällt mir jetzt. Ich male hier gerade noch ein bisschen mit den Woodies auf die Groschkatzen. Die sind aber auch wirklich herrlich. Deine Katzen. Die sind ja, so genial. Auch ganz gut. Aber jetzt ist mein Stabilo weg. Wo ist denn jetzt mein Stabilo hin? Ich hatte zwei hier liegen. Und jetzt gar keiner mehr da? Nee, jetzt sind beide weg. Gibt's solche Sachen passieren. Ja, aber das gibt's ja nicht. Hä? Habe ich den denn hingelegt? Ach, hier rein. In die Woodies. Ja, da geht er natürlich unter. Ja, klar. Kein Wunder, dass man ihn da nicht mehr findet. Ja, super, super, super. Ach ja, wunderbar. Das war eine tolle Geschichte. Das war richtig schön. Und ihr lieben Zuhörer, wenn ihr sowas öfter haben wollt oder wieder mal, dann gebt uns bitte Feedback. Dann können wir sowas auch öfter machen. Genau. Und beziehungsweise ja. Kann man sich diese Sache immer wieder anhören und ihr werdet feststellen, beim nächsten Mal, wenn ihr genau denselben Schritten folgt, wird was anderes bei rumkommen. Was komplett anderes. Weil ihr dann euch anders da seid. Ja. Ne, dieses, ja, das ist immer so eine Momentaufnahme, ne, was einem da gerade einfällt oder wie die Collage auf dem Papier landet, wie dann die nächste Farbe zustande kommt, die man ja benutzt. Ne? Also das ist wirklich, wirklich immer verschieden. Und ganz vor allen Dingen eben auch, was einen selber gerade so ein bisschen beschäftigt. Ja. Und wenn ich mir hier die Viecher so angucke, muss ich entweder mir entweder Vögel zulegen. Oder einen Spaziergang machen und dann, oder hier draußen im Garten öfter mal den Vögeln an meinem Futterhäuschen zugucken. Das mache ich auch immer so gerne. Oder neues Vogelfutter kaufen. Oh, ich habe noch.
habe noch reichlich. Ich habe jetzt gerade erst aus einem Kokosöl, das mir nicht geschmeckt hat, habe ich Meisenknödel gemacht. Aha, ja, also Meisenringe, besser gesagt. Das habe ich auch schon gemacht. Kann man das super gut verwerten, was man nicht so mag. So. Und wir wollten eigentlich, glaube ich, schon seit 3 Stunden Schluss machen, ne? Wie lange sitzen wir denn schon? Es ist jetzt 10:05. Krass. Okay. Ja, ist irre. Aber das macht nichts. Mir verändert sich jetzt hier gerade noch so eine Farbe. Jetzt hier quasi noch so ein bisschen aus dem blauen und aus dem gelben Neocolor mische ich jetzt hier gerade zum grün zurecht, was jetzt hier an manchen Stellen drauf kommt. Ja, so gefällt mir das schon viel besser. Guck mal. Das Ding ist so schwer. Ja, super. Schön. Okay, liebe Silvia, ich glaube, wir machen jetzt aber wirklich Schluss, oder? Ja. Was meinst du? Ich glaube auch. Ich glaube, ich muss mal hoch. Ja. Ich muss mal gucken, was da was so anfällt noch. Besorgen. Ja, eben, du wolltest heute eher aufnehmen, damit wir nicht so lange, damit du noch was besorgen kannst. Genau. Weil, zack, hat nicht geklappt. Auf die Post komme. Aber ich glaube, bis um 1 haben die auf. Die haben montags nachmittags ist da immer zu. Und ja, deswegen muss ich mich da jetzt ein bisschen sehen, dass ich in die Hufen komme. Ich muss das nämlich noch verpacken. Jemand nimmt mir dankenswerterweise mal wieder Krimis ab. Ich habe aus meiner Riesensammlung werde ich mal wieder ein paar los. Sehr schön. Ach, du fotografierst schon. Ich fotografiere das jetzt. Ich bin fertig. Super. Ich erkläre das jetzt hier auch für fertig. Ah, das mit dem Grün war eine super Idee. Das wird jetzt so richtig schön harmonisch hier. Ups. Schön. Das ist richtig cool jetzt. Ja, spitze. Jo, Schluss, letzter Pinselstrich, fertig. Okay, liebe Silvia, dann würde ich sagen, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt eine wundervolle Woche vor dem 4. Advent. Bist ja, du noch da? Oder? Weil du warst jetzt so still, ich war jetzt nicht sicher, ob deine Leitung nicht wieder eingefroren ist. Nein, alles gut. Da bin ich ja froh. Ja, also auch von mir eine wunderschöne Woche. Viel Freude beim Malen, beim Kreativsein. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über Rückmeldungen. Die tragen uns so durch die Woche, finde ich. Ne? Ja. Also so ging es mir mit den letzten Rückmeldungen, fand ich so wunderbar. Voll schön, ja. Wirklich herrlich. Und ja, so wie wir immer sagen, Gutes muss weitergesagt werden und das auch gerne tun, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch Gutes weitersagt und unseren Podcast empfehlt. Genau. Vielleicht habt ihr Freunde, denen das auch gut tun würde, gut für sich zu sorgen.
und sich einen Mahlplatz einzurichten und da einen Zugang zu finden. Das ist das Beste, was man tun kann in diesen Zeiten. Genau. Manchmal reicht schon ein ganz einfaches Notizbuch und ein Kugelschreiber. Richtig. Es muss nicht immer so ausarten wie heute. Es muss nicht immer die Materialschlacht werden. Obwohl, das war ja auch okay. Wir haben uns ja relativ beschränkt heute mit dem Material. Ja, war okay. Das war ja schon in Ordnung. Also dann, habt eine gute Woche. Einen tollen Tag. Passt gut auf euch auf. Und wer Lust hat, Mittwochabend, Malmittwoch bei den Malfreunden. Da gibt es, wie gesagt, was anderes, aber es wird wunderbar und macht super viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, ciao! Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Malen, kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu.